Nee. Buchfans! Oh, wir sind wieder da in einer kalten Werkstatt, ne? Oh, und du bist im T-Shirt. Und hey, seh's mal. Erik wieder zurück, ne? Letzte Mal war noch Daumen gebrochen, Gips, alles, allem, nichts, konnte nichts machen mehr. Und jetzt? Ja, geht gut. Ist er wieder da? Ja. Daumen wieder gut? Ja. Na. So viel, dass ja, soweit. Ja, genau. Okay, Jungs, was machen wir heute? Wir haben eine Zündlichtpistole mitgenommen und unsere alte Maxi N Radloop wieder dabei mit Originalzündung. Na, was ist das Idee heute? Zündpistole ist eigentlich für Kontrolle. Ne? Man kann nicht damit die Zündung einstellen, aber man kontrolliert, ob das alles richtig eingestellt ist. Genau. Stimmt das? Genau. Okay, also na, deutlich. Und ja, was brauchen wir alles heute, um das eigentlich alles einzustellen, Erik? Wir brauchen eine externe Batterie. Externe Batterie. 12 Volt. 12 Volt. Ja. 12 Volt, ja, genau. Eine Stift. Eine Stift. Schwarz. Schwarz, blau, grün. Oh. Was je wollte. Okay, mach nichts. Mach nichts. Okay. Toll. Zündkerzenschlüssel. Zündkerzenschlüssel. Und ein Schraubendreher. Schraubendreher. Und? Ja, wir haben noch etwas gesteckt im Zylinder bereits. Wir haben das ein klein bisschen vorbereitet. Das ist eine Messuhr. Messuhr, ja. Zum Einstellen von Zeitpunkt, Oberstartpunkt und wann die Unterbrecher öffnen eigentlich. Ja. Na, naja, ich denke, Erik, wir machen das einfach jetzt. Ja. Ne? Und naja, was haben wir bereits gemacht? Wir haben bereits das Oberstartpunkt haben wir bereits festgestellt. Ja. Ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss eigentlich nur drehen, bis der Nadel oder Schrauben drehen. Man kann das auch altmodisch machen. Oldschool. Oldschool to the bone. Mit einer Schraubendreher, bis Schraubendreher nicht mehr bewegt. Und dann hat man das oberste Totpunkt von Kolben eigentlich, vom Zeitpunkt hat man dann gefunden. Genau. Okay, Erik, also die meisten wissen das schon, ich habe nicht so viel Ahnung von Elektronik und das wollte ich auch gerne so halten. Ne? Also Erik, wenn du mal ein bisschen erzählen kannst, was du machst und wie wir dann einfach diese originale Zündung, original Bosch, nichts los, ne? Ja, ist glaube ich eine Nachbau, ne? Ja, es ist eine Nachbauzündung mit einer... Ist das original Polrad oder auch eine Nachbau-Polrad? Nein, es ist ein originales Ducati Polrad. Ah, mit Nachbau... Nachbau-Bosch-Zündung. Nachbau-Bosch-Zündung. Also, funktioniert... Was haben wir? Ducati Polrad, Bosch Polrad, Iskara. Ja. Macht nichts, sind alle gleich. Auch diese Zündungen sind dann gleich. Okay. Ja. Dann ist noch wichtig zu wissen, weil das ist eine schnelle 50 ccm Zylinder. Marke total unbekannt, weil ich habe das so gekauft von einem Freund von mir, vor 10 Jahren her. 12 Vergaser, macht alles nichts. Ne? Es geht eigentlich nur darum, dass die Zündung, und da kommen wir wieder auf eine unserer letzten Sendungen, etwas früher eingestellt werden muss. Und ich sage immer, mit einem schnellen Zylinder, 50 egal oder 70 Kubik, 1.4 vor Oberstartpunkt und die Unterbrecher auf 0.40 mm. Na, wir haben das mal eingebaut vor diese Zündung vor ein halbes Jahr her. Ne? Ja. Und wir haben eigentlich haben wir das nicht kontrolliert. Nein. Nou, machen wir das heute. De Zündung ist eigentlich eingestellt auf Gefühl, auf Erfahrung van okay, da. Ja, und ich denke, dass jetzt rund 1.2 mm. Aber das steht. Sehen wir gleich. Ja. Okay. Das gehen wir kontrollieren mit der Blitzpistole. Ich mache diese Verpackung offen. Ja. Und Unboxing. Okay. Na. Zündpistole. Ja. FBI, open up! Das ist wie Nintendo, ne? Ja. De Zappie? Zapper? De Duck Hunt. Duck Hunt Zapper. Kann man die bereits testen? Kann man sehen, was er macht? Oder? Nein. Nee? Muss da echt ein drehen? Dus? Ja. Nee. Ja. Anders bist du nicht. Was ist das? Ja. Das ist der Aufnehmer für die Zündkerze. Und die macht man am Kabel? Ja. Ah, okay. Oh, ich dachte, da sind nur diese zwei Dinge dran. Nein. Nee, okay. Also, okay. Na, Karton auf die Seite. Ja.
Dann brauchen wir nicht mehr. Gebrauchsanleitung dabei? Gar kein Kerl. Echte Kerl, die lesen keine Gebrauchsanleitung. Einfach, die fangen an. Ja. Und wir sehen, wo das Schiff strandt. Ne? Wo das Schiff am Strand fährt, sagen die Niederlande. Okay, toll. Ja. Was wir erklärt haben, wir haben jetzt oberst Totpunkt gefunden. Ja, dann stellen wir diese Messuhr ein auf 0. Ne? Ja. Da ist natürlich so eine Schale drauf. Ja. Und da kann man sehen. Und dann nehmen wir einen Stift und setzen einen Strich auf das Gehäuse und auf Polrad. Echt? Ja. Und das muss nicht? Das kann man hier machen. Egal war. Okay, egal. Und bei dieser, für unsere deutschen Zuschauer, Oberstartpunkt. Genau. Yep. Okay, und jetzt? Und jetzt? Vorzündung. Dreht man das Polrad nach links. Weil es ist ein rechtsumdrehende Zündung. Also will man mehr Vorzündung, ist das echt, Jungs. Das ist so wichtig, weil man kann einstellen, was man will. Aber wenn man die Fehler macht, dass man denkt, ich muss nach rechts drehen, dann wird das ein total andere Zündung. Ne? Mit total anderen Zündzeitpunkten, Fehlzündungen. Also nach links. Ein vielgemachter Fehler mit dieser Zündung ist die Grundplatte. Der dreht man eigentlich nach rechts. Ja. Und dann geht der Zündpunkt später. Ja, später. Auch. Genau. Und links ist früher. Okay. Und was wir jetzt können machen, wir drehen das Polrad 1,4 mm zurück. Ja. So. Mit dieses Messuhr einmal rund ist 1 mm. Ja. 1,1, 2, 3 und 4. Ah, super. Und dann jetzt. Ich verstehe es. Jetzt verstehe ich es auch. Dann hier kommt noch wieder ein Strich. Ja, genau. Und wenn alles korrekt ist, sind jetzt die Punkte, die Zündkontakte, sind jetzt ganz geöffnet oder fangen die an zu öffnen? Ganz geöffnet. Ganz geöffnet. Ja. Das muss also 0,40 sein. Dann bin ich etwas vergessen, mit unseren Werkzeugen rauszuholen. Und das ist natürlich unsere. Ich weiß das deutsche Wort nicht mehr, das ist erg. Fühlemaatje. Auf Niederländisch dann. Auch kein Problem. Punkt 40. Ja. Dan moet het deze zijn. Also, dat zal die afstand zijn tussen die contacten. Ne? Ja. Oké, Erik. Bitte sehr. Was machst du jetzt? Jetzt, wenn der Unterbrecher geöffnet ist. Ja, das kann natürlich auch total falsch sein, Erik. Ne? Weil wir haben eigentlich gar nichts kontrolliert. Nein. Und jetzt sind wir ganz offen. Ja. Ja. Das muss ein bisschen Widerstand haben, ne? Aber nee, das ist zu viel, ne? Jetzt musst du forcieren. Ja. Aber eigentlich muss ich forcieren, aber der Unterbrecherstand ist eigentlich falsch. Nein, nicht so viel größer als 0,4 wird man nicht. Nee, genau. Kleiner ist eigentlich kein Problem. Ja. Aber größer nicht. 0,4, 0,35 ist Max. Und ja. Okay. Okay. Aber ist es auf den richtigen Zeitpunkt? Macht die das? Nee. Weil das soll die eigentlich machen? Jetzt hier. Wenn das früher. Ja. Aber dann kann man das nicht sehen. Mit diesem Polrad, oder? Nein, nicht gut. Das hinter den. Ja. Hinter diese Steck. Okay. Und jetzt kann man das kontrollieren, natürlich mit der Blitzpistole. Nou, machen wir das? Ja. Mal kontrollieren. Ja. Da kann man kontrollieren, wo es ist. Ja. Auch? Wo er ist, ja. Und Zündkontakte auch, das sieht man dann auch. Ja, die Unterbrecher ist nur für die Funk. Ja, oh ja. So, für das Zeitpunkt ist der Unterbrecher eigentlich. Ich habe auch echt so keine Ahnung, Jungs. Echt. Oh, ich baue immer ein PVL rein und dann ist man fertig. Ne? PVL 1,6, klar. Ja, fertig. Kann man das auch mit PVL gebrauchen? Ja. Okay. Also das kann eigentlich. Kann man diese Blitzpistole? Met jede Zündung. Met jede Zündung. Okay, alles klar. Nur oben Startpunkt suchen. Ja. Im Anleitung nachschauen, zum Beispiel PVL, ist zwischen 1,4 und 1,6. Und man stellt das zum Beispiel auf 1,5 ein. Ja. Und dann kann man das auch mit diesen Blitzpistole kontrollieren. Ja. Okay. Na, dann muss jetzt Kerze drin, denke ich. Ja. Dann holen wir unsere Messuhr. Das mache ich. Hol ich mal raus. Das ist übrigens ein schöner Messuhr, diese. Ja.
einfacher. Okay, okay. Oh, müssen wir dann noch dieses Ding an... Ja, das können wir an Vorhand machen. Machen natürlich hier Spannung drauf. Ja, Spannung drauf. Und dann? Die rote am Plus, schwarze am Minus. Ja. Und jetzt haben wir hier auf diese Klemme noch eine Pfeil. Oh. Ja, und er steht auf. Oh Mann, ich habe meine Lesebrille. Kerzen. Ja, maar kerzen naar rechts. Ja. Dat zeichnet, de pfeil moet richting die kerzen. Oh, 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 oké, okay. Oké. Okay. Ganz deutlich. Wenn ich das so mache, pfeil andere Seite, dann blitzt er niet. Ah, oké. Okay. Nou, dan ben ik gespannt. Is dat dik genoeg, deze... Ja. Dat is ziemlich lose jetzt, aber das macht nichts. Macht nichts. Oké. Okay. Starten? Ja. Oké. Okay. Mal schauen, warte mal. Mag ik dat mal rund? Mit Hand, ne? Ja. Okay, Jungs, mal schauen. Nee. Also, es muss ein bisschen früher eingestellt werden, oder? Oder später? Früher. Ja, früher, ne? Ja. Ausschalten? Ja. Na, da haben wir nie gesehen. Mann, das sieht... Und jetzt kann man mit der Lampe sieht man, er war ungefähr hier. Ja, zu weit weg. Ja, ein bisschen zu spät noch. Ja. Und ja, was ich auch sage, ich denke, dass er eingestellt ist 1.2. Ja. Und jetzt? Ich denke, wenn wir diesen Stand nachmessen, dass wir 1,2 mm Verzögerung rauskommen. Ja, okay. Aber unsere Grundplatte jetzt, weil das kann man jetzt gebrauchen, um es früher einzustellen, nach links. Dass die Leute sehen können, wie man das kontrolliert. Also haben wir eigentlich gleich gesehen. Ja. Aber ich finde, wir müssen das noch mal richtig einstellen. Ne? Ja. Weil sonst dann sieht das auch so blöd aus. Dann sagen wir einfach, ja, Ende vom Video, ciao. Ja. Als je schrauben dreht, vielleicht kan Robert dat zien met die camera. Deze schrauben, die zijn niet, nog jetzt niet gar. Die zijn in Mitte? Ja, een beetje nachters Mitte. En dat is eigenlijk die basis-einstelling, die stelling die ik immer mache. Ja. Met einer Zylinder. Maar dan ziet man. Van aus Mitte, een beetje weiter naar links. En niet gar. En ik denk, met 1.4 is. Gar linksum. Ja, das ist auch, was die meisten eigentlich, ne, unser Hobby, wie ich eigentlich Hobbybastler, wenn ich eine 70 Kubik einbaue, dann mache ich das eigentlich immer so ganz nach links. Ja, ganz nach links. Ganz nach links, Punkt. Das ist immer fast immer 1.4. Ne? Na, also wir löschen jetzt die drei Schrauben von Grundplatte und dann können wir handmäßig, denke ich, wir müssen das Polrad nicht ausbauen, denke ich. Nein. Dann können wir die Grundplatte können wir drehen. Und ja, eigentlich ist das ziemlich einfach, denke ich. Ne? Auch ich, ohne Ahnung, verstehe das eigentlich jetzt. Also, ja, das ist leicht gemacht so, Erik. So. Ja. Und jetzt ist maximal nach links. Na, Grundplatte also maximal nach links gedreht. Und dann starten wir das Ding wieder. Blitzpistole drauf. Oh. Ja. Kan het licht uit? Ja. Ja. Nou, dat is absoluut eigenlijk. Ja. Ja, beter geht nicht, hè? Nein. Nou, super. Dat is. Nou, jongens. So einfach geht das also. So einfach geht das also, ne? Eigentlich, wie es eingestellt war, war das eigentlich gut genug für eine Standard-Setup. Ja. Also am besten mit Standard-Setup, was schreibt Buch vor? 1 mm, ne? Standard-Setup, ich glaube 0.9 bis 1.1. Ja. Ja, und das soll ungefähr 18 Grad sein. Ja, aber dazwischen macht eigentlich keinen Unterschied, denke ich. Man bemerkt das eigentlich nicht.
Wir wissen alle, die meisten von uns fahren einfach eine originale oder eine originale Nachbau-Zündung. Ja, ich auch mit dieser Mofa und das gefällt mir eigentlich prima. Das Ding, das geht prima ab, fährt etwa 55 km/h. Meistens ist das prima. Die Drehzahlen können auch diese Zündungen einfach mitmachen. Ne? Auch ohne schwere Zündkontakte, denke ich. Die braucht man erst ab 9.000, 10.000 Umdrehungen. Und mit einer guten Zündung mit Unterbrecher, auch damit sind Drehzahlen über 10.000 kein Problem. Nee. Ja, ich denke, dann sind wir eigentlich fertig. Da haben wir eine super informative Video, denke ich. Ja. Ja? Naja. Und weil Sie noch mehr wissen wollten, schreibe in die Kommentare. Ja, oder schicke eine E-Mail an info@bookshop.de. Also, bis zum nächsten Mal. Vergesse nicht, oh, das ist wichtig natürlich. Vergesse nicht zu abonnieren natürlich. Das ist echt am wichtigsten. Drücke hier den Klingel, dann bekommt man eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Erik, danke. Ja. Ciao.